Hallo Reisende, ich bin Marco von Marco Adventures und heute sind wir in Alossi mit Gabi und zwei Freunden von mir, Johannes und Janine, und wir werden heute die Zugfahrt zur Teufelsnase machen. Wir sitzen jetzt direkt schon im Zug und es geht gleich los. Ein Platz frei neben uns. Wir sitzen hier alle schön mit der Juno auf der Stange. Da steht noch einer, der kommt vielleicht jetzt hier rein und quetscht sich doch. Ah ja, guck, jetzt kommt er. Jetzt lass ich hier rein. Okay, später. Ab. So, nach unglaublichen, wie lange sind wir jetzt gereist? Ich weiß nicht. Drei Tage von Quito sind wir jetzt über Guayaquil sind wir jetzt endlich in Alossi angekommen und wir haben jetzt noch eine Stunde, bis wir am Gleis sein müssen. Und dann werden wir jetzt nutzen, um mal was Richtiges zu essen. Also falls ihr noch nach einer guten Option für Mittag oder Frühstück sucht, bevor ihr in den Zug gehen wollt, empfehle ich euch die Cafeteria La Higuera, die nur eine Minute Fußweg vom Zugbahnhof entfernt ist. Und die Toiletten sind sauber, das Essen ist super. Wir sitzen auch gerade hier und essen was, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, ein paar organisatorische Sachen über den Zug. Die fahren täglich. Ich glaube montags nicht, außer montags fahren die täglich von 8, 11 Uhr und um 3 Uhr nachmittags. Die Zugfahrt oder der Ausflug an sich dauert immer 2,5 Stunden. Und das Schöne ist, dass man das auch online mit seiner eigenen ausländischen Kreditkarte bestellen kann, was sehr, sehr selten ist in Ecuador. Wie schmeckt's? Delizioso. Im Abgang mürrisch. Mürrisch, ja. Reisigen Mittel. Ist eine Suppe. Ja. Darf ich was sagen, was es ist? Natürlich doch. Hier sind was Hühnerherzen ist drin. Kleine so. Hühnerzehen. Oh. Das ist ja eklig, hättest du mal die nie sagen können. Ich esse dieses Hühnerzehen. Das ist ja echt ziemlich eklig. Ja. Das kleine auch jetzt bekommen von mir alles. Mal gucken, wie meins schmeckt. Mhm. Jo, das ist unser Mittag jetzt. Ja, hier ist er. Wir haben die Buddelhose schon an. Ja, Clownshosen. Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen. Gleich geht's los. Warum hast du eine Mütze auf? Die Mütze auf? Ja, weil wir jetzt super sind. Ja, da muss ja hier der Chef sein. Noch eine ganz wichtige Sache ist mir eingefallen. Wenn ihr hierher kommt zum Check-in, müsst ihr die Rechnung, das Ticket und den Original Reisepass mitnehmen. Wir sind jetzt offiziell am Bahnsteig. Unsere Tickets sind abgestempelt worden. Wir sind jetzt leider nicht im gleichen Waggon, aber das würde ja nichts machen. Wir treffen uns dann in 3/4 Stunde wieder, wenn wir den Aufstieg geschafft haben. So we are coming in today. One of the oldest and more harder constructions about trains here in Ecuador. Our tickets are in the window? Yeah. Früher konnte man sogar auf den Dächern mitfahren. Das war vor ein paar Jahren noch erlaubt, jetzt aber nicht, weil ein paar Leute einfach runtergefallen sind. Bienvenido. Gracias.